Hey meine Freunde, willkommen zur 45. Folge unseres Final Fantasy 16 Let's Plays. Und ja, wir sind wieder im Versteck, nachdem in den letzten beiden Folgen sehr, sehr viel passiert ist. Wir haben noch einen Mutterkristall zerstört, den dritten schon. Obwohl Clive-Ziel ja eigentlich nur Hugo Kupka war, den haben wir besiegt und das war wirklich ein richtig krasser Kampf. Yo, yo, yo. Aber ja. Einiges steht uns bestimmt noch bevor. Wir wissen immer noch nicht genau, was es mit Clives Kräften auf sich hat. Solche Leute wie dieser Ultima und so, die nennen ihn ja irgendwie... Willkommen zurück, Sid. Die nennen ja Clive irgendwie Mythos. Anscheinend heißt das so, was er ist, das Wesen, weil er ist ja einzigartig. Er kann ja irgendwie Kräfte essbar absorbieren und so weiter. Und... ja, Freunde, jetzt müssen wir mit Otto sprechen und mal schauen, was alles noch geschehen wird. Sie haben gesagt, wir kriegen neue Kleider. Oh Mann, aber Hugo Kupka tut mir irgendwie schon leid. Ich finde schade, dass es vorbei mit ihm ist. Und, yo, da ist sogar Jill und Gav. Wissen Sie schon, was wir gemacht haben? Clive, du bist zurück. Bin ich. Ganz sogar mit einer guten Nachricht. Hugo Kupka ist besiegt. Das ist ja... All unsere Kameraden, die es damals nicht geschafft haben, lächeln dir gerade von oben zu. Wir haben schon durch Lubos Stolas von Drachenfangs Ende gehört. Ich schätze, das war auch dein Werk, oder? Ist eine lange Geschichte. Bestimmt eine für die Geschichtsbücher. Willkommen zurück. Endlich zu Hause. Geht's dir besser? Viel besser. Und deswegen werde ich von jetzt an wieder mit dir gehen. Ob du willst oder nicht. Aber natürlich. Das ist gut. Gab es Neuigkeiten von den Valutern, während ich weg war? Solltest du nicht die Füße hochlegen? Na, wenn du es wirklich wissen willst... Dann geh und rede mit Vivien. Danke. Mach ich. Okay, dann gibt's anscheinend Neuigkeiten. Sprechen wir mal mit Vivien. Vielleicht hat sie wieder was zu erzählen. Ah, der siegreiche Held kehrt zurück. Und er hat kaum einen Kratzer. Ein, zwei Schrammen habe ich schon. Nun, da du gleich zu mir kommst, anstatt Tayas Dienste in Anspruch zu nehmen, gehe ich davon aus, dass du noch etwas anderes hast. Eine Spur. Und zwar von Valutan. Ganz genau. Aber welche Pläne Kupka auch mit ihnen ausheckte, er nahm sie mit ins Grab. Wie auch seine Männer. Getötet von orkischen Eindringlingen. Orks, Vivien. In Sturm hat man noch nie welche gesehen. Die Valuta müssen sie hergebracht haben, aber wozu? Warum retten sie erst Kupka, erobern dann sein Zuhause, den Mutterkristall eines Verbündeten und lassen beide fallen? Ich versteh's nicht. Das stimmt, die haben ihm gar nicht mehr geholfen. Die Geschichte vom Blinden und der Adamantaimai? Man lässt sich leicht in die Irre führen, wenn man sich zu sehr auf kleine Einzelheiten konzentriert. Man muss das Gesamtbild im Auge behalten. Und was zeigt das Gesamtbild besser als meine Karte? Okay, kommen wir wieder zu Ihrer Karte. Das Königreich von Valut hat ganz Ashra fest in seiner Hand. Barnabas Tham, Odins Dominus, hat sein Reich durch Blut geeint und behauptet. Der Unabhängigkeitskrieg von Kanva 849... Der Krieg der zwei Welten 865, die Schlacht auf der Belenus-Höhe 873. An welcher Front die königlichen Truppen auch kämpften, Odin war stets an ihrer Seite zu finden. Jüngst erweckt der König der Kriege jedoch den Anschein, sein Schwert niedergelegt zu haben. Denn obwohl die Schlacht um das Kristalldominium tobt, ist noch kein einziges Valuta-Schiff seinen dalmekischen Verbündeten zur Hilfe geeilt. All das, während die Fäule ungebremst Ashras Boden verschlingt. Und doch zeigt das sonst so kriegslustige Valut kein Interesse, sich noch fruchtbares Land zu sichern.
Wozu dann aber der Aufwand, eine Horde Orks zum Herzen von Drachenfang zu schiffen? Und das, ohne auch nur zu versuchen, den Mutterkristall für sich zu erobern. An einem Mangel an militärischer Macht kann es nicht liegen. Tarms Heer ist beispiellos. Nein, es muss mehr dahinter stecken. Denn eines steht fest. Odin wird wieder reiten. Fragt sich nur wann. Wen werden seine Hufe unter sich begraben, wenn es soweit ist? Irgendwas haben sie vor. Das ist, denke ich, der Typ, der auf dieses Pferd geritten ist. Ich weiß nicht, warum Valut Kupka hintergangen hat. Jedoch war es sicherlich Teil eines größeren Plans. Zur Verwirklichung der Ambitionen eines Mannes. König Barnabas. Aber es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Um einer Krankheit beizukommen, muss man zuerst ihre Symptome bestimmen. Glücklicherweise hat dein Onkel angeboten, genau das zu tun, indem er die Valuta im Auge behält. Mein Onkel legt sich wirklich ins Zeug. In der Tat. Wir können im Moment nichts tun, als auf seine Berichte zu warten. Nur, du hättest schon eine Aufgabe. Du musst deine Kameraden wissen lassen, dass ihre Toten gerächt wurden. Hugo Kupka ist tot. Die Wunden jener Nacht klaffen noch immer. Besonders bei denen, die Sid schon lange kannten. Vielleicht können diese Wunden endlich beginnen zu heilen. Sieh es als Gebühr für die heutige Lektion. Seit wann bist du denn so empfindsam? Was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir sind allesamt in Wahrheit empfindsame Wesen. Das sind wir wohl. Das stimmt. Also gut. Ich gehe und sage es ihnen. Vor 5 Jahren, beim alten Versteck, hat ja Kupka das damals zerstört und sehr, sehr viele Leute sind da gestorben. Wo ich auch damals dachte, Geth hätte es auch erwischt, aber er hat ja überlebt. So, Freunde. Ja, Jill steht ja da hinten. Können wir mit ihr reden? Gut, dass du wieder da bist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Okay, yo, dann müssen wir... Sprich mit Karen? Schledorn? Hippokrates. Okay, ich wollte sowieso zu denen. Wegen neuer Waffen. Na, da schaut aber jemand zufrieden rein. Sind die Gerüchte also wahr? Dir entgeht auch gar nichts, Karen. So zufrieden schaut er gar nicht. Kupka ist tot. Ein paar Sorgenfalten weniger also. Gut. Ich habe noch genug andere. Werd nicht übermütig. Okay. Reden wir mal mit ihr. Schauen wir mal, was für ein Schwert sie hat. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Okay, da ist ein neues Schwert. Verstärker. Ist 20 besser, aber wir schauen erstmal bei Schledorn, beim Schmied, weil der hat meistens ein krasseres Schwert für uns. Schledorn, hast du kurz Zeit? Was ist denn? Hab zu tun. Der hat nie Zeit. Ich wollte dir nur sagen, Hugo Kupka ist tot. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon auf diese Nachricht warte. Die Zeit ist reif, oder? Ein neuer Anfang mit einem neuen Sid. Ich werde ihm Ehre machen. Der arme Sid von damals, ne? Er würde sich auch freuen. Wie kann ich helfen? So, schauen wir mal. Und was darf sein? Blitzschlag. Bro, warum... Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Warum sind die Schwerter nicht so krass? Er hat auch dieses, warte mal, Verstärker plus 1. Was ist das, Mann? Gaias Zorn. Hier. Das ist so ein lilaner Seltenheit. Er schleuderte seinen Donnerkeil hinab aus dem Himmel mit Zorn sie zur Rechten. Esper Klassmann, Buch des Blitzes 24, was? Warum ist es nicht so stark? Warum ist das Schwert nicht so stark? Hier kann man Schwerter verstärken. Das sind meistens auch nur die grünen. Herstellen.
Solche Teile könnte ich auch herstellen. Aber ich würde sagen, dann holen wir uns das hier, oder? Was brauchen wir dafür? Ja, die Dinge haben wir. Dann holen wir uns mal dieses Verstärker plus 1 Schwert. Wenn ich das so sagen darf. Rüsten wir aus. Obwohl diese lilanen öfter irgendwie krasser aussehen. Schade, Mann. Egal. Egal, Freunde. Wir gehen weiter. Wir gehen jetzt zu Harpokrates. Und da ist ja Torgai, oder? Ja. Der Adlige, der zu Besuch war. Oh Mann, wie sie alle uns Sid nennen. Das wäre Sid ein Titel. Ah, Clive. Verlangt es euch nach dem Geschenk des Wissens? Nein. Heute teile ich meines. Hugo Kupka ist tot. Er ist... Oh, ist das wirklich wahr? Guck, er heult ja. Wirklich. Er hat Pipi in den Augen. Woher kamen die denn? Aus gutem Grund, ihr zwei. Das sind Freudentränen. Wir müssen es euren Eltern im Himmel sagen, damit sie mit uns weinen können. Kein Unterricht heute. Nur Frohsinn und Danksagung. Los, weg mit den Sachen. Was, echt? Spitze! Endlich. Ein Neuanfang für uns. Genau. Ich danke euch. Bitte lasst mich es den anderen sagen. Harpokrates. Nach Kupkas Tod erschien mir Ultima. Ich muss wissen, was er ist. Wisst ihr etwas? Irgendwas? Leider nein. Und ich habe es wirklich versucht. Beinahe jede alte Schrift in unserer Sammlung habe ich gewälzt. Ohne Ergebnis. Nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas absichtlich verschleiert wurde. Alles deutet darauf hin, dass eine solche Kreatur niemals existiert hat. Jo. Aber es gibt ihn. Das ist merkwürdig. Ich habe ihn gesehen. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem scheint es, dass außer euch niemand von ihm weiß. Anderen zeigt er sich nicht. Nur seinen Einfluss, den sehen wir gewiss. Wie eine schreckliche Naturgewalt für Sterbliche nicht zu begreifen. Eine Naturgewalt. Ob dieses Wesen, das ihr saht, wirklich Ultima war oder eine Manifestation seiner Macht, weiß ich nicht. Aber bis ich das weiß, werde ich meine Forschungen weiterführen. Danke. Vielen Dank. Wirklich merkwürdig. Mal sehen, ob Otto noch was für mich hat. Weil eigentlich hat doch Joshua Ultima absorbiert, aber trotzdem kommt immer so ein Typ mit der Kapuze. Und der Typ war auf einmal Ultima. Merkwürdig, Mann. Aber ja, warte mal, reden wir mal mit dem. Das Schiff liegt still im Hafen, der singt. Voll Geist und Genialität. Okay, hauen wir ab. Aber wenn ich's dir doch sage, ich habe es von Otto höchstpersönlich gehört. Hugo Kupka ist tot. Da freuen sie sich. Bin ich erleichtert. Sie haben gesagt, wir kriegen neue Kleider. Und mir tat Hugo Kupka leid. Der Typ hat so vielen Familien deren Leben einfach ruiniert. So, reden wir ist wieder mit Otto. Los, seit du zurück bist. Schickt Vivian dich durch die Gegend, oder was? Sowas in der Art. Was nun? Ah, du sollst die frohe Kunde verbreiten. War das ihr Vorschlag? Ja. Und sie hatte recht. Die Leute sind alle erleichtert. Alle? Du warst doch noch gar nicht bei allen. Ein paar Kameraden am alten Versteck würden friedlicher ruhen, wenn sie von Kupkas Tod wüssten. Allen voran Sid. Du solltest zu ihm. Stimmt. Sollte ich. Und das werde ich. Gut. Frag auch mit. Vielleicht begleitet sie dich. Sie hämmert und schraubt von früh bis spät in ihrer Werkstatt rum. Als gäb's nichts anderes mehr. Keine Ahnung, wann sie überhaupt das letzte Mal am Grab ihres Vaters war.
Ist gut. Wir waren auch noch nie dort. Sie mal. Sids Grab. Wollen wir mit ihm hier reden? Das Jagdbrett. Da haben wir immer noch nur einen dieser Dinger getroffen. Es gibt ja immer irgendwelche Kreaturen, die manchmal aufkreuzen. Der neuen Dolch Grimalkin, okay? Weiter geht's. Dann gehen wir mal zu mit. Sie ist ja wirklich... Das ist 100 pro Sids Tochter. Schauen wir mal, ob sie uns begleiten will. Zu Sids Grab. Und wo ist sein Grab eigentlich? Können wir vorstellen, hier irgendwo. Und hier ist ja ihr Versteck. Ihre Werkstatt. Die Arme, so im Dunkeln, muss sie arbeiten. Wenn mir nicht bald was einfällt. Schieß los, Clive. Was steht an? Ich gehe Sid besuchen. Und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen. Tut mir leid, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Wir brauchen dieses Wärmeverschubaggregat. Wärme... Verschubaggregat. Hier. Und das brauchst du für... Na, für das beste, schnellste Schiff, das die Welt je gesehen hat. Die Enterprise. Jo, jo, jo. Ich und Paps haben sie gemeinsam entworfen. Während die Nussschalen dieser Welt auf Wind hoffen müssen, um weiterzukommen, hat unser Schiff seinen eigenen Mithril-Antrieb. Der macht uns mehr Feuer unterm Arsch als ein Behemoth mit Blähungen. Irgendwo muss die ganze Hitze dann aber hin. Womit wir wieder beim Aggregat wären. Zufälligerweise habe ich in einer kleinen Werft in Canva ein paar Seebären kennengelernt, die mir jetzt den Rumpf bauen. Aber das nervige Aggregat baue ich lieber hier. Leider ist es so kompliziert, dass ich total im Verzug bin und damit den ganzen Bau aufhalte. Ich komme aber gern mit zu Paps. Irgendwann, wenn ich fertig bin. Soll ich dir vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Braver Clive, darauf habe ich gehofft. Zuallererst brauche ich ein paar Teile. Das Aggregat hat drei Hauptkomponenten. Die Panzerung, hier, leitet den Dampf von den Triebwerken weg. Der Helm obendrauf, der die angestaute Hitze an die Luft abgibt. Und die Schilde an den Seiten, die verhindern, dass das Schiff abfackelt. Klingt fast nach einer Rüstung. Welches der Teile brauchst du denn zuerst? Ich würde sagen, die Panzerung. Da dran wird alles montiert. Hier habe ich die Baupläne und Materiallisten. Zeig sie einfach Schledorn. Der macht das schon. Gut, ich werde hieraus nämlich nicht schlau. Keine so Sorge. Kompliziert für verlangt auch keiner. Okay, Freunde. Gut, Aggregatpanzerung, okay. Jo, ich dachte, es geht zu Sid, aber jetzt müssen wir wieder zu Schledorn. Warte mal, hier ist irgendein Nebenauftrag. Kann man hier durch... Was ist hier? Kann man anscheinend nicht durch? Nein. Okay, dann gehen wir mal zu Schledorn. Heute eine ruhige Folge im Versteck. Nach den ganzen Sachen, die passiert sind. Warte mal. Kann man den Weg hier nehmen? Wir haben einen neuen Weg gefunden. Hier waren wir noch nie. Wir haben noch einige Aufträge, die haben wir immer noch nicht gemacht. Haben diese ganzen Nebenaufträge, die da rechts stehen. Tut mir leid. Wegen mir stehen da so viele Aufträge an der Seite. Aber ja, da sind wir wieder bei unserem Kumpel. Schledorn, ich habe eine Bitte. Die wäre? Sie ist von Matt. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit? Und mir einen Haufen Ärger ersparen? Na sag schon, was liegt diesmal an? Wenn ich das wüsste. Hier. Gib mir mal das Aggregatspanzerung. Entwurf. Den Entwurf. Warte mal, was steht da? Eine Anleitung für den Bau einer Panzerung für Wärmeverschubaggregate, die überschüssige Hitze von einem Mithril-Antrieb ableiten. Er kann bestimmt damit was anfangen. Bei Quikors Bart. Also,
Keine Ahnung, wofür man das braucht, aber ich krieg das hin. Oh. Mit etwas Hilfe. Und zwar von euch. Hol mal Geoff und Otto her, ja? Ist gut. Also hat uns mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Egal. Wenn sie sonst Sids Grab nicht besuchen will, tue ich, was ich kann. Aber ist ja auch wichtig, und so ein Schiff kann nützlich sein. Was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell sehr heiß werden kann und trotzdem die Form behält. Also eine Legierung. Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen mitredet. Deswegen müsst ihr mir helfen. Ich brauche Rohstoffe und hab schon genug anderes zu tun. Übernehmt ihr das? Besorgt mir eine bestimmte Art Sand, die nur draußen in der Weltkreuz zu finden ist. Sternsand heißt er. Alles andere sollte mein üblicher Händler vorrätig haben. Muss nur gekauft und hergebracht werden. Gut. Teilen wir uns auf, dann geht's schneller. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir es hinter uns. Hm. Irgendwie ganz lustig, als hätte man so eine Schulaufgabe. Man muss sich Arbeit teilen. Sammeln die nötigen Materialien. Was? Müssen wir wieder mit ihm reden? Sag du, wer mit dir den Sand besorgt. Klar, Geoff ist ein guter Kämpfer, aber so charmant wie ich ist er natürlich nicht. Ach, hör gar nicht hin. Eins ist jedenfalls sicher. Du wirst so oder so in schlechtester Gesellschaft sein. Oha. Okay, warte mal, wir können wieder mit ihm reden? Du übernimmst den Sternsand, nehme ich an. Wer von den beiden ist denn jetzt der holde Auserwählte? Oh, können wir uns das aussuchen? Wer soll dich begleiten? Also, ich würde sagen Otto. Der Geoff hat mir ja schon ein paar Mal... Diesen Otto haben wir ja bis jetzt nirgendwo gesehen, außer im Versteck. Hm. Otto, komm mit mir. Ist mir recht. Wo finden wir diesen Stern? Am Ende passiert denn etwas wegen uns. Wie erkennen wir ihn am besten? Im südlichen Teil der Weltkreu gibt es einen Fluss. Haltet an seinen Ufer nach schwarzem Sand Ausschau. Ich nehme mal an, du wirst eine ganze Menge davon brauchen. Vielleicht sollten wir in Dalimil Hilfe auftreiben. Ich gehe vor und sehe, was sich machen lässt. Danke. Wir treffen uns am Fluss. Passt auf euch auf, ja? Ich gehe dann mal zu diesem Händler. Lass dich nur nicht von ihm übers Ohr hauen. Ach, keine Sorge. Ist doch Schleder uns bekannter. Oder? Na dann viel Glück. Am Ende hat unsere Entscheidung... Vielleicht wird unsere Entscheidung... Dazu, dass einen von denen was passiert. Ne, hoffen wir mal nicht. Okay, Freunde, begib dich zum Fluss im Süden der Weltkreu. Da müssen wir wohl in der nächsten Folge die Weltkarte öffnen. Und hier hinreisen. Dalil mir schenke. Wieder dorthin, zu dieser Wüste. Ja, Freunde, ich würde sagen, da geht's dann in die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Mal ein bisschen eine ruhigere Folge im Versteck, aber ich denke, ist auch mal vielleicht ganz, ganz gut, nachdem wir so viele Kämpfe und so hatten in der letzten Folge, in den letzten zwei Folgen. Ja, Freunde, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da wird bestimmt auch einiges passieren. Mal schauen, was uns demnächst erwartet und wenn wir dieses Schiff und sowas haben. Und vielleicht kommen wir ja nächste Folge zu Sids Grab. Mal schauen, wie das so aussieht. Ja, Freunde. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ja. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bye.